Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo. Ich habe die letzten Tage und Wochen mal so rum überlegt und habe mich dazu entschlossen, mit dem Let's Playen allgemein aufzuhören. Ich bin jetzt seit einem Jahr aktiv. Ich hatte dazwischen auch mal eine Pause gemacht, 2, 3 Monate oder so, oder ich glaube, es war sogar ein halbes Jahr, keine Ahnung. Mit Zahlen habe ich es da nicht so. Und ja, hatte ich ja eine längere Pause gemacht, das war im Let's Play Tomb Raider, und weil mir einfach aufgefallen ist, dass, ja, es hat einfach nicht so funktioniert. Also ich bin, als ich das mit dem Let's Playen angefangen habe, da war ich ja jetzt nicht irgendwie, ich habe mir jetzt nicht das Ziel gesetzt hier, oh, du willst irgendwie hier, weiß ich wie viele, 50.000 Abonnenten haben. Nee, es war eher so eine Sache, die ich einfach mal ausprobieren wollte. Denn ich habe ja einige Let's Player vorher schon gesehen und da dachte ich mir, boah, keine Ahnung, du zockst ja auch gerne und so, komm, mach's mal, probier's mal. Und wie gesagt, jetzt ist ein Jahr vergangen, ich habe jetzt insgesamt 4, 5 Projekte zu Ende gemacht und ja gut, ich habe mir doch ein bisschen mehr davon erhofft, aber naja, manchmal, ja, wie es manchmal läuft, und da habe ich jetzt mich dazu entschlossen, auch nicht mehr weiterzumachen. Ich meine, klar, das Zocken an sich macht Spaß und so, aber das Hochladen und ja, das kostet ja auch alles Energie und Strom, und letztendlich das mit dem Hochladen, ich habe jetzt keine 50.000er Internetverbindung, deswegen, ja, deswegen, das ist mir ein bisschen, die Mühen sind mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, deswegen, und wie gesagt, ich habe halt nicht die Abonnenten und auch nicht die Zuschauerzahlen, deswegen, es lohnt sich an der Stelle für mich einfach nicht wirklich weiterzumachen. Wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert, ich habe es getestet, es hat auch so Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich hatte viele Fail-Momente, viele Aggressionen rausgelassen, das ist natürlich immer schön. Aber so, wie gesagt, allgemein mit dem Let's Playen werde ich aufhören. Wobei ich dazu sagen muss, ich denke mal, ich werde trotzdem vielleicht noch irgendwann, ich habe es immer noch nicht hochgeladen, aber ich denke mal, ich werde irgendwann, je nachdem wie Lust und Laune ist, Poker-Videos hochladen, wenn ich mal zocken tue. Und es kann sein, vielleicht, wie gesagt, es ist nach Lust und Laune, dass ich vielleicht doch nochmal irgendwann Splinter Cell 2 machen werde. Aber so allgemein, also wer mich jetzt irgendwie mit Let's Play oder so sehen möchte, der sollte da irgendwie keine Hoffnung haben. Ja. Und ansonsten private Videos, wenn ich über irgendwas labern tue oder irgendwie, wie gesagt, ich habe jetzt die PlayStation 3. Ich habe jetzt zwei Spiele, die nächsten bestelle ich bald, und wie gesagt, ich zocke natürlich so lange, bis ich halt diese ganzen Trophäen gesammelt habe. Und bei L.A. Noire, da bin ich jetzt bei 60%, und ja, es dauert eigentlich nicht mehr lange, ich habe fast alles, und wenn ich das mal erreicht habe oder so, dann werde ich halt so auch so private Videos mal hochladen, wie ich das ja schon gemacht habe. Ich hatte ja damals schon so solche kleinen GTA-Videos hochgeladen oder Naturvideos, wo ich zum Beispiel ein paar Tauben aufgenommen habe oder eine Elster oder Gewitter oder so. Also solch Krimskrams wird durchaus noch weiterkommen. Es wird sich wahrscheinlich auch keiner angucken, aber ich sag mal so, ja, es macht mir ein bisschen, ach, wie soll ich das beschreiben? Ist schwer. Es muss einfach hochgeladen werden, und da weiß ich einfach, dass es im Gegensatz zu den Let's Plays halt nicht ewig lange dauert. Ja, wie gesagt. Also wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ich Splinter Cell 2 irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten einfach mal so. Weil besonders Splinter Cell hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall, es war eine Herausforderung. Ich hatte viele gute Momente, ich hatte viele schlechte Momente. Das hat man ja auch in dem Best-of nochmal sehr gut gesehen. Ja, und also weitere Pläne kann ich jetzt auch schon mal sagen. Ich werde jetzt Splinter Cell 1 zu Ende hochladen. Dann werden Best-of-Videos dazu kommen. Und was meine anderen zwei Projekte angeht, die ich ja jetzt schon begonnen habe, die werde ich halt beenden und auf Eis legen. Was, also ich, mein aktuelles Let's Play Chase the Express, da habe ich ja jetzt schon den dritten Part hochgeladen. Und das war ja ein Fail-Part, weil ich bin ja da gescheitert, weil ich halt nicht wusste, wie ich speichern konnte. Damit ihr es wisst, ich habe durchaus danach weitergespielt und ich habe es auch aufgenommen. Ich habe jetzt schon, ja, bis zum Part 23 habe ich das schon, also, aber wie gesagt, ich werde die nicht mehr hochladen. Also, wie gesagt, ich werde Splinter Cell 1 hochladen, danach das Best-of, und wenn ich irgendwann mal Lust und Laune habe, vielleicht noch den zweiten Teil auf Stealth-Modus. Klar, an der Stelle, wenn ich das mache, dann wird es nochmal ein Let's Play sein, aber
so allgemein, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber damit ihr das auch versteht, so allgemein mit dem Let's Plays werde ich aufhören. Es ist halt nur eine kleine Aufnahme. Es ist nur eine kleine Ausnahme zu Splinter Cell, und weil es ist einfach ein Spiel, was mich richtig schön reizt, also was mich da halt fordert. Denn wie gesagt, viele Leute, die das zocken, die zocken das auf Action durch, und der Sinn des Spiels ist ja Stealth, und da ich da ziemlich gut drin bin, gut, wie man gut beschreiben möchte, das bleibt jetzt jedem überlassen. Ich war im ersten Teil gar nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Das muss man mal echt sagen. Also ich war schon selber ein bisschen erschrocken, wie kacke ich eigentlich gespielt habe. Aber es ist schon okay. Der zweite Teil, also ich kann allgemein sagen, der zweite Teil ist nicht schwerer als der erste. Das kann man schon mal so viel sagen. Und obwohl ich den ersten Teil länger habe, musste ich schon vor Wochen feststellen, dass ich doch im zweiten Teil besser bin. Das hat mich auch sehr verwundert. Also ich habe es jetzt noch nicht gezockt. Also ich habe es letztes Mal angezockt und probiert, ob die Aufnahme dort funktioniert. Und ja, es funktioniert alles und ich laber schon wieder viel zu lange. Ja, gut, wie gesagt, langer Satz, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich werde halt vielleicht, nicht? Also das ist ein großes Wort bei mir jetzt geschrieben, vielleicht, und ja, ansonsten hätte ich alles gesagt. Da gibt's noch eine kleine Sache. Ich habe mich ja jetzt bei PlayStation Network angemeldet, da ich jetzt die PlayStation 3 habe. Und falls ihr mal mitverfolgen wollt, wann ich welche Trophäen für welches Spiel ergattert habe, dann könnt ihr das bei PSN Profiles, also Profile, PSN Profiles, halt das englische Wort, da könnt ihr halt meinen YouTube-Namen eingeben, wenn ihr wollt. Und da kann man halt mitverfolgen, wann ich was spiele oder wann ich welche Trophäen ergattert habe. Und ja. Ja, und so allgemein hätte ich, glaube ich, jetzt alles gesagt. Ja, ich überlege, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube nicht. Ja. Wie gesagt, ich denke mal, ihr könnt es verstehen, dass ich da jetzt auch nicht wirklich mehr Energie reinstecken will, da die ganzen Videos hochzuladen, denn ja, es lohnt einfach nicht. Wie gesagt, ich wollte ja schon ein bisschen erreichen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, hier irgendwie ein paar tausend Abonnenten oder so. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, aber ich wollte trotzdem ein bisschen erreichen. Und ich sag mal so, ich habe zwar 19 Abonnenten, letztens hatte ich noch 20, aber gut, den hatte ich schon mal. Es sind manchmal Leute da, die abonnieren mich und sind nach 2 Tagen wieder weg, weil sie merken, dass ich sie nicht abonniert habe. Das ist dann, ja, solche Leute, wissen nicht, so, also sowas kann man eigentlich nicht brauchen. Ja, das ist dann immer so eine, ja, weiß nicht. Ich sag mal so, ich habe jetzt bereits auf meinem Kanal habe ich bereits die Leute abonniert, die ich auch wirklich ab und zu oder sehr fest gucke. Und wenn Leute mich abonnieren, das ist zwar lieb und nett, aber ja, ich tue die halt nur abonnieren, wenn ich die auch gucken tue. Wie gesagt, das ist halt, ja, und wenn dann einige Leute dann nach 2 Tagen mich wieder deabonniert haben, das ist natürlich kacke, aber was willst du da machen? Und wie gesagt, ich habe 19 Abonnenten jetzt und ich denke mal trotzdem habe ich aber nur 2 oder 3 feste Zuschauer. Von daher, es ist einfach nicht viel. Also ich hatte mir mehr erwartet und aber es ist okay. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert und es hat so auch Spaß gemacht, aber jetzt ist im Allgemeinen ein bisschen doch Schluss. Ja gut, wie gesagt, jetzt habe ich schon wieder fast 10 Minuten voll. Das ist ein bisschen gut. Ich denke mal, ich habe alles gesagt. Ja, werde auch jetzt mein Mund halten und ja, werde Tschüss sagen und ja, ich denke mal, wir werden uns ab und zu wiedersehen und wiederhören. Ich überlege, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube nicht. Naja, egal. Also, bis dann.